Daisy! Ronald! Wo seid ihr denn? Daisy! Ronald! Unfall mit Fahrerflucht. Wahrscheinlich ein 7,5-Tonner. Kinder, nicht am Bach spielen. Hier sickert überall Gift. Boah, voll in die Leitplanke geknallt. Was für Gift? Wir wissen es noch nicht genau, weil der Bach ist tot. Da lebt kein Fisch mehr. Also, nicht ans Wasser. Und geht jetzt besser. Meine Enten sind weg. Was? Sie kommen sonst immer, wenn sie Futter kriegen. Aber heute nicht. Die haben sich bestimmt in Sicherheit gebracht. Ja. Die sind nämlich schlauer, als man denkt. Mann, die erzählen vielleicht meinen Müll. Wahrscheinlich sind die armen Enten auch. Die ist doch aus der Para, oder? Mhm. Wie heißt die nochmal? Karin Janus. Ihr Vater, der hat da hinten eine Spedition. Ja, und deren Autos sind grün. Ja, also wenn ich Botzenhaut wäre. Ach, Herr Botzenhaut. Was für ein schöner kleiner Zufall. Zufall? Das wäre aber das erste Mal, Anja. Sind Sie auch wegen der Umweltvergiftung hier? Aufpasse, gell? Bartholomäus Birkenstock. Und was willst du hier? Ist das hier eine Spedition oder nicht? Und weiter? Sind an der Leitplanke grüne Lackspuren oder nicht? Ist das klar, dass ihr euch jetzt sofort vom Acker macht oder nicht? Mein Vater sagt, der Jürgen, also Karins Vater, ist ein richtiger Spitzbub. Wie auch immer, gehen wir. Wo sind die anderen Transporter? Sind im Einsatz. Ich brauche alle Frachtbriefe der letzten 4 Wochen. Einschließlich heute. Und zwar sofort. Der Bürokram ist auf dem Stand von Mitte letzter Monat. Ich habe gerade bis eben noch... Schatz, gehst du mal bitte ins Haus, oder? Was für Chemikalie haben Sie transportiert? Gar keine, bloß Reinigungszeugs. Aha. Ihr kürzt das jetzt ab. Sie geben mir den Schlüssel vom Lager, vom Büro und von den Schränk. Und dann kommen Sie mit aufs Revier. Herr Botzenhaut, Sie können doch nicht einfach... Oh, doch, ich kann. Auf richterliche Anordnung. Wegen Verdunkelungsgefahr. Jetzt machen wir es kurz und schmerzlos, schon wegen dem Kind. Okay. Mach dir keine Sorgen, mein Engel, ja? Du musst ihm helfen. Papa ist im Gefängnis. Nach dem, was hier steht, hat dein Dad schlechte Karten. Der würde niemals Fahrerflucht begehen. Der Unfall an der Brücke, das war ja nicht. Aber es war euer LKW. Niemals würde Papa Gift in unser Bach laufen lassen. Ich habe meine Cola-Dose reingeworfen und durfte sie schön wieder rausfischen. Aber die Lackspuren sind eindeutig. Es war der LKW von deinem Vater. Nein! Hat dein Vater Probleme im Moment? Hat er Feinde? Der Brendler hat vorgestern rumgeschrien. Der Saulan gehört in die Luft gesprengt. Und wer ist dieser Brendler? Der ist schon ewig Fahrer bei uns. Aber jetzt hat Papa rausgefunden, dass er auch für Onkel Gunther fährt. Der hat auch eine Spedition? Früher haben Onkel Gunther und Papa zusammengearbeitet. Aber jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Schon ewig nicht mehr. Und der Brändli fährt für beide. Wieso denn nicht? Na, das sind doch Konkurrenten. Bitte, du hast schon so viele Fälle gelöst. Mit Zeit, dass du Autogrammkarten drucken lässt.
Ich denke, diesen Brändle könnten wir uns mal anschauen, okay? Mein Vater sagt, Karins Onkel ist der bessere Geschäftsmann. Der hat einen guten Ruf. Wie viele Speditionen gibt's hier eigentlich? Nur eine mit grünen Autos. Oh, verdammt, immer das blöde Rad. Ron? Ja, wir haben den Platten. Ja, bist du schon da? Ihr müsst es alleine machen. Okay, bin gleich da. Ciao. Hast du vielleicht Flickzeug? Vielleicht. Brändle. Ausgezeichnete Arbeit. Der Unfall hätte mich meine Firma kosten können. War mir ein Vergnügen, Chef. Jetzt muss nur noch der Wagen weg. Ist das ein Auftrag? Ich kenne einen im Ausland. Keine Ahnung, dass nachführen uns hier nicht so ein aggressives Zeug ist. Genau da schmort man. Was willst du, Rotzlöffel? Jetzt gibt's Prügelbürste. Hey! Wollen Sie wissen, wo die Typen hin sind? Dreh den Hals um! Los. Der ganze Wellnessbereich wird komplett neu renoviert. Die Rödel rund um die Uhr, Hans. Ah, der Brändle. Sieht auch nicht arg nett aus. Bart, wir sollen zum Turm kommen. Ist Geld geflossen. Irgendein fetter Deal. Die haben irgendwas von Natrium gesagt. Natriumazid ist giftig und explosiv und Natriumcyanid ist super giftig. Hi! Hi, Hi. Karin! Hi, Karin! Hi! Ist dein Vater wieder frei? Wow, wie echte Detektive. Der Brändle, der hat uns übrigens beinahe verdroschen. Papa hat gesagt, der ist ein Gauner und ein Mistkerl. Hat dein Vater endlich gesagt, wo euer LKW ist? Er muss es wissen, er ist der Chef. Papa hat gesagt, er weiß nicht, wo sein Wagen ist. Und ich glaub ihm. Wenn ein Spediteur denn nicht weiß, wo sein Auto ist, was sollen da die Polizei denken, hm? Special Agents. Was führt euch zu mir? Wir brauchen Informationen über die Janus-Brüder. Die Spediteure. In Zusammenhang mit dem Giftskandal. Ihr habt 10 Minuten. Boah, das ist doch Kinderarbeit. Kennen Sie den Janus überhaupt? Beide Seiten. Aus meiner Zeit als Special Agent. Okay. Hey, Karle! Ach du Scheiße! Was ist los? Oh Mann, Zettel! Ich bin der totale Depp!
Die Brüder liefern sich einen gnadelosen Konkurrenzkampf. Jürgen Janus bedroht seinen Bruder mit Dumpingpreisen. Darf man das? Wettbewerb ist nicht strafbar. Jürgen Janus ist ein Hallodri. Der sagt zu keinem Geschäft nein. Handschlaggeschäfte und so ein Leichtsinn eben. Und der Gunter ist das reine Gegenteil. Der hält sein Geld zusammen. Er schwab halt. Karens Vater weiß angeblich noch nicht mal, wohin sein LKW verschwunden ist. Dabei könnte er damit vielleicht sogar seine Unschuld beweisen. Aber wenn Karens Vater überhaupt nichts damit zu tun hat, warum hilft er der Polizei dann nicht? Weil die dann merkt, dass seine Firma ein Saulade ist. Der Jürgen ist schon immer ein Schlamper gewesen. Und das rächt sich jetzt. Drum traut dem Jürgen jetzt jeder alles zu. Stimmt. Das kann man natürlich ausnutzen. So ein LKW finden wir doch nicht in 100 Jahren. Zettel? Was ist mit Karle? Hi! Hi! Was ist los? Mich juckt's. Und wieso sagt Zettel, dass du ein Depp bist? Weil ich einer bin, deshalb. Nicht anfassen! Der Brändle, die Sau, stellt mir die verseuchte Karre vor die Tür und sagt einmal waschen, bitte. Der Brändle? Ja, der Brändle, der Fahrer von den beiden Janusbrüdern. Wo ist der LKW jetzt? Ja, was weiß ich. Ich habe Pause gemacht und dann war er weg. Wenn der Botzenhardt mich erwischt hätte, ich wäre wieder im Knast. Oh, ruf ihn an und sag ihm, was passiert ist, Mann. Der Botzenhardt locht mich ein. Ich habe die Spuren beseitigt von einem Giftanschlag für 300 Euro, schwarz auf die Kralle. Der Brändle, ich such den jetzt und dreh ihm den Hals um. Nix, Karle. Wir brauchen ihn lebend, okay? Also, du rufst ihn jetzt bitte an und sagst ihm Folgendes. Tag, Karle. Was soll denn das jetzt mit dem Anruf? Hm? Mann, ich hab mich halt vergiftet an deiner Karre. Du hast ja noch nicht mal innen sauber gemacht. Die Bullen suchen den Wagen. Wenn die mitkriegen, dass ich da mit drin steck, dann bin ich dran. Wo steckst du mit drin? Na, in der Schweinerei mit dem Gift im Bach. Karle, Karle, du bist doch nur eine Lusche. Wenn ich jetzt noch einmal was von dir höre. Oh. Leid, Karle. Mann, du hast doch gesagt, da kann gar nichts bei passieren. Ah. Hey, du hast unsere Feuchtigkeitsmasken aufgefressen. Ich hab gefroren. Hm? Sorry. Ich hab gedacht, die wären übrig. Was hast du davor gesagt? Ich hab dich lieb. Du bist mein einziges Schwesterchen. Und ich will nicht, dass was zwischen uns steht. Echt, du bist was ganz Besonderes. Und du auch. Und dass wir hier wohnen können. Wie eine echte Mama. Du meinst es ernst? Mhm. Der quakt aber übrigens super. Der war eigentlich gegen meine Rötung hier. Aha. Mhm. Ich gehe ins Bett, okay? Das Kind arbeitet zu viel. Na, dauernd Detektiv spielen. Mhm. Wie geht's, Karle? Er will jetzt mehr trainieren. Und ich vielleicht mit. Mhm. Naja, jemand muss sich doch beschützen beim nächsten Mal. Ach was, das lief alles nach Plan. Aber der Brennende ist leider ziemlich clever. Er hat keinen Ton gesagt, den man irgendwie als Beweis für irgendwas verwenden könnte. Nein, Karin. Was soll ich jetzt sagen? Na, dass wir dran sind, dass wir noch nicht viel haben. Na super, das wird sie ja total beruhigen. Hallo.
Hi. Wie sieht's aus? Habt ihr endlich was rausgefunden? Naja, wir wissen, dass der LKW deinem Vater gehört. Toll. Naja, und dass er keine Ahnung hat, wer damit gefahren ist. Und dass überhaupt keine Papiere zu finden sind. Vielleicht war es auch einfach. Nein! Der Brenner hat das vertuscht, so viel ist klar. Und der einzige Zeuge dafür ist Karle. Bloß, für deinen Vater oder für deinen Onkel? Ich hab gedacht, du wärst ein guter Detektiv. Warum können wir diesen dämlichen Fall nicht endlich lösen? Du willst eben nur nicht. Wenn ich jetzt zu Botznard gehe und ihm alles erzähle, dann ist Karle wieder im Knast. Wie mein Papa. Du hast versprochen, dass Papa unschuldig ist. Ich hab damit gemeint, wenn er unschuldig ist, dann... Doch, Karin. Sind die Büros wieder offen? Ja. Boah, ist der frech. Was macht der denn hier? Hier sieht's immer so aus. Selbst wenn der Brendel hier was mitgenommen hat. Wie wollen wir das erkennen? Sieht nicht so aus, als wenn was fehlt. In dem Chaos willst du das sehen? Ja, du kannst mir ruhig auch mal was glauben. Hey, der Schlüssel. Hier hängen die zwei Schlüssel für die Autos. Und einer fehlt. Der vom Unfallwagen? Mhm. Ja, aber es kann nicht sein, dass du in dem Sauladen was findest. Doch. Dann will Brändler den LKW verticken. Die Käufer verlangen immer alle Schlüssel vom Wagen. Das ist doch ein Unfallwagen. Schrott! Der Kratzer interessiert doch nicht. Der Brändler vertickt den Wagen an irgendwelche Autoschieber. Aber die Papiere für den LKW sind ja noch bei der Polizei. Da im Ausland, wo die Karre bald rumfährt, braucht er keine Papiere. Karle, bist du dabei, wenn wir den in der Zwischenfunken? Wir jetzt noch mal ein paar auf die Glocke kriegen, oder was? Aber wir bräuchten jemanden, der stärker ist als... als wir. Na gut. Unansehnliche Zellulite und Strial bilden sich zurück. Äderchen werden weniger sichtbar. Die Behandlung mit diesem naturreinen Produkt reinigt und regeneriert die Haut nach alten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Für 200 Euro hat er verputzigt doch die ganze Wand hier. Meine Nichte können Sie doch nicht mit einer Wand vergleichen. Christina! Wie lange dauert es, bis du da wieder raus bist? Kind, also vor 2 Stunden kann Christina unmöglich hier raus. In der Zeit könnt ihr euch ja schon mal die Tropfnasen da draußen angucken. Tropfnasen? Das werden wir mal gleich sehen. Also, einmal zwinkern heißt ja und zweimal nein, okay? Du hast doch mal gesagt, dass du Karles Arsch so knackig findest. Jetzt wär's an der Zeit, ihn zu retten. Ja, also? Mann, bleib, Karle. Schaffst du es doch alleine? Super Auto, oder? Wo hast du den her? Er sagt, das ist das beste Auto, das er gerade hat. Wir sind dann unterwegs. Geht doch! Mann, hätte ich ja laufen können. Festhalten! Na siehst du, Gunther. Läuft ja wieder alles klar und weg ist die Karre. Und bin ich froh, dass der Wagen weg ist.
Ja, ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Oh. Mann, ihr könntet euch echt mal ein bisschen beeilen. Die packen schon ein. Echt? Coole Frau. Entschuldigung. Sie kennen sich doch mit Vergasern aus, oder? Meiner stottert so komisch. Wahrscheinlich liegt's an der Nockenwelle, glaube ich. Dass sie wegkommt! Du hast den Bach vergiftet und mir die Schulter für in die Schuhe geschoben. Du hast mein Leben vergiftet. Wer hat jetzt den Unfall gemacht? Ich nicht! Wieso machst du sowas? Du hast doch nie was gemerkt. Deinem Sauladen. Und sowas macht ihr beim Detektivspielen? Naja, nicht andauernd. Ist Christina eigentlich verdammt cool. Ich fand deine Schwester auch schon immer okay. Hi. Hi. Alles klar mit deinem Vater? Mhm. Was hat er gesagt? Dass er seinen Sauladen endlich mal aufbauen will. Sauladen? Das hat er gesagt? So ähnlich. Und du? Glaubst du ihm das? Na klar. Er ist mein Papa. Daisy! Ronald! Endlich seid ihr wieder da. Oh, sind das deine Enten? Mhm. Und wann sind die süß? Was ist denn bei euch los? Der ganze Wellnessbereich wird komplett neu renoviert. Die Rödel rund um die Uhr, hä? Ah, der Brändle. Sieht auch nicht arg nett aus, hm? Bart. Wir sollen zum Turm kommen. Da ist Geld geflossen. Irgendein fetter Deal. Die haben irgendwas von Natrium gesagt. Natriumazid ist giftig und explosiv und Natriumcyanid ist super giftig. Hi. Hi, Hi. Karin. Hi, Karin. Hi. Ist dein Vater wieder frei? Mhm. Wow, wie echte Detektive. Der Brändle, der hat uns übrigens beinahe verdroschen. Papa hat gesagt, der ist ein Gauner und ein Mistkerl. Hat dein Vater endlich gesagt, wo euer LKW ist? Er muss es wissen, er ist der Chef. Papa hat gesagt, er weiß nicht, wo sein Wagen ist. Und ich glaube ihm. Ein Spediteur, der nicht weiß, wo sein Auto ist? Was sollen da die Polizei denken, hm? Die Special Agents. Was führt euch zu mir? Wir brauchen Informationen über die Janus-Brüder. Die Spediteure.
in Zusammenhang mit dem Giftskandal. Ihr habt 10 Minuten. Boah, das ist doch Kinderarbeit. Kennen Sie den Janus überhaupt? Beide Seiten. Aus meiner Zeit als Special Agent. Okay, okay. Hey, Karle. Ach du Scheiße. Was ist los? Oh Mann, Zettel. Ich bin der totale Depp. Die Brüder liefern sich einen gnadelosen Konkurrenzkampf. Jürgen Janus bedroht seinen Bruder mit Dumpingpreisen. Darf man das? Wettbewerb ist nicht strafbar. Jürgen Janus ist ein Hallodri. Der sagt zu keinem Geschäft nein. Handschlaggeschäfte und so ein Leichtsinn eben. Und der Gunter ist das reine Gegenteil. Der hält sein Geld zusammen. Er schwab halt. Karens Vater weiß angeblich noch nicht mal, wohin sein LKW verschwunden ist. Dabei könnte er damit vielleicht sogar seine Unschuld beweisen. Aber wenn Karens Vater überhaupt nichts damit zu tun hat, warum hilft er der Polizei dann nicht? Weil die dann merkt, dass seine Firma ein Saulade ist. Der Jürgen ist schon immer ein Schlamper gewesen. Und das rächt sich jetzt. Drum traut dem Jürgen jetzt jeder alles zu. Stimmt. Das kann man natürlich ausnutzen. So ein LKW finden wir doch nicht in 100 Jahren. Zettel? Was ist mit Karle? Hi! Hi! Mach dir keine Sorgen, mein Engel, ja? Du musst ihm helfen. Papa ist im Gefängnis. Nach dem, was hier steht, hat dein Dad schlechte Karten. Der würde niemals Fahrerflucht begehen. Der Unfall an der Brücke, das war ja nicht. Aber es war euer LKW. Niemals würde Papa Gift in unser Bach laufen lassen. Ich habe meine Cola-Dose reingeworfen und durfte sie schön wieder rausfischen. Aber die Lackspuren sind eindeutig. Es war der LKW von deinem Vater. Nein! Hat dein Vater Probleme im Moment? Hat er Feinde? Der Brendel hat vorgestern rumgeschrien. Der Saulan gehört in die Luft gesprengt. Und wer ist dieser Brendel? Der ist schon ewig Fahrer bei uns. Aber jetzt hat Papa rausgefunden, dass er auch für Onkel Gunther fährt. Der hat auch eine Spedition? Früher haben Onkel Gunther und Papa zusammengearbeitet. Aber jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Schon ewig nicht mehr. Und der Brendel fährt für beide. Wieso denn nicht? Na, das sind doch Konkurrenten. Bitte, du hast schon so viele Fälle gelöst. Die Zeit, dass du Autogrammkarten drucken lässt. Ich denke, diesen Brändle könnten wir uns mal anschauen, okay? Mein Vater sagt, Karens Onkel ist der bessere Geschäftsmann. Der hat einen guten Ruf. Wie viele Speditionen gibt's denn eigentlich? Nur eine mit grünen Autos. Oh, verdammt, immer das blöde Rad. Ron? Ja, wir haben den Platten. Ja, bist du schon da? Ihr müsst es alleine machen. Okay, bin gleich da. Ciao. Hast du vielleicht Flickzeug? Vielleicht. Brändle. Ausgezeichnete Arbeit. Der Unfall hätte mich meine Firma kosten können. Machen wir ein Vergnügen, Chef. Jetzt muss nur noch der Wagen weg. Ist das ein Auftrag? Ich kenne einen im Ausland. Keine Ahnung, dass Natrium Cyanid so ein aggressives Zeug ist. Genau da ist Mordung. Was willst du, Rotzlöffel? Jetzt gibt's Prügelbürste! Wollen Sie wissen, wo die Typen hin sind?
Hals um! Tiger rettet uns. Ausgerechnet der. Das glaubt uns kein Mensch. Was ist los? Mich juckt's. Und wieso sagt Zettel, dass du ein Depp bist? Weil ich einer bin, deshalb. Nicht anfassen! Der Brändle, die Sau, stellt mir die verseuchte Karre vor die Tür und sagt einmal waschen, bitte. Der Brändle? Ja, der Brändle, der Fahrer von den beiden Janusbrüdern. Wo ist der LKW jetzt? Ja, was weiß ich. Ich habe Pause gemacht und dann war er weg. Wenn der Botzenhart mich erwischt hätte, ich wäre wieder im Knast. Oh, ruf ihn an und sag ihm, was passiert ist, Mann. Der Botzenhart locht mich ein. Ich habe die Spuren beseitigt von einem Giftanschlag für 300 Euro, schwarz auf die Kralle. Der Brändle, ich such den jetzt und dreh ihm den Hals um. Oh, nix, Karle. Wir brauchen ihn lebend, okay? Also, du rufst ihn bitte an und sagst ihm Folgendes. Tag, Karle. Was soll denn das jetzt mit dem Anruf, hm? Mann, ich hab mich halt vergiftet an deiner Karre. Hast du noch nicht mal innen sauber gemacht? Die Bullen suchen den Wagen. Wenn die mitkriegen, dass ich da mit drin steck, dann bin ich dran. Wo steckst du mit drin? Na, in der Schweinerei mit dem Gift im Bach. Karle, Karle, du bist doch nur eine Lusche. Wenn ich jetzt noch einmal was von dir höre. Oh. Es tut mir echt leid, Karle. Mann, du hast doch gesagt, da kann gar nichts bei passieren. Ah. Hey, du hast unsere Feuchtigkeitsmasken aufgefressen. Ich hab gefroren. Hm? Sorry, ich hab gedacht, die wären übrig. Was hast du davor gesagt? Ich hab dich lieb. Du bist mein einziges Schwesterchen. Und ich will nicht, dass was zwischen uns steht. Echt, du bist was ganz Besonderes. Und du auch. Und dass wir hier wohnen können. Wie eine echte Mama. Du meinst es ernst? Mhm. Der Quark, der war übrigens super. Der war eigentlich gegen meine Rötung hier. Aha. Mhm. Ich gehe ins Bett, okay? Aha. Das Kind arbeitet zu viel. Na, dauernd Detektiv spielen. Mhm. Wie geht's, Karle? Er will jetzt mehr trainieren. Und ich vielleicht mit. Naja, jemand muss sich doch beschützen beim nächsten Mal. Ach was, das lief alles nach Plan. Aber der Brändle ist leider ziemlich clever. Er hat keinen Ton gesagt, den man irgendwie als Beweis für irgendwas verwenden könnte. Nein, Karin. Was soll ich jetzt sagen? Na, dass wir dran sind, dass wir noch nicht viel haben. Oh, super, das wird sie ja total beruhigen. Hallo. Hi, hi. Wie sieht's aus? Habt ihr endlich was rausgefunden? Naja, wir wissen, dass der LKW dein Vater gibt. Thank you.
Unfall mit Fahrerflucht. Wahrscheinlich ein 7,5 Tonner. Kinder, nicht am Bach spielen. Hier sickert überall Gift. Boah, voll die Leitplanke geknallt. Was für Gift? Wir wissen es noch nicht genau, weil der Bach ist tot. Da lebt kein Fisch mehr. Also, nicht ans Wasser. Und geht jetzt besser. Meine Enten sind weg. Was? Sie kommen sonst immer, wenn sie Futter kriegen. Aber heute nicht. Die haben sich bestimmt in Sicherheit gebracht. Ja, die sind nämlich schlauer, als man denkt. Mann, die erzählen vielleicht einen Müll. Wahrscheinlich sind die armen Enten auch. Die ist doch aus der Para, oder? Mhm. Wie heißt die nochmal? Karin Janus. Ihr Vater, der hat da hinten eine Spedition. Ja, und deren Autos sind grün. Ja, also wenn ich Botzenhaupt wäre. Ach, Herr Botzenhaupt, was für ein schöner kleiner Zufall. Zufall? Das wäre aber das erste Mal, Anja. Sind Sie auch wegen der Umweltvergiftung hier? Aufpasser, gell? Bartholomäus Birkenstock. Und was willst du hier? Ist es hier eine Spedition oder nicht? Und weiter? Sind an der Leitplanke grüne Lackspuren oder nicht? Ist das klar, dass ihr euch jetzt sofort vom Acker macht oder nicht? Mein Vater sagt, der Jürgen, also Karins Vater, ist ein richtiger Spitzbub. Wie auch immer, gehen wir. Wo sind die anderen Transporter? Sind im Einsatz. Ich brauche alle Frachtbriefe der letzten 4 Wochen. Einschließlich heute. Und zwar sofort. Der Bürokram ist auf dem Stand von Mitte letzter Monat. Ich habe gerade bis eben noch... Schatz, gehst du mal bitte ins Haus, oder? Was für Chemikalien haben Sie transportiert? Gar keine, bloß Reinigungszeugs. Aha. Ihr kürzt das jetzt ab. Sie geben mir den Schlüssel vom Lager, vom Büro und von den Schränken. Und dann kommen Sie mit aufs Revier. Herr Botzenhardt, Sie können doch nicht einfach... Oh, doch, ich kann. Auf richterliche Anordnung. Wegen Verdunkelungsgefahr. Jetzt machen wir es kurz und schmerzlos, schon wegen dem Kind. Okay. Toll. Naja, und dass er keine Ahnung hat, wer damit gefahren ist. Und dass überhaupt keine Papiere zu finden sind. Vielleicht war es auch einfach. Nein! Der Brenner hat das vertuscht, so viel ist klar. Und der einzige Zeuge dafür ist Karle. Bloß, für deinen Vater oder für deinen Onkel? Ich hab gedacht, du wärst ein guter Detektiv. Warum können wir diesen dämlichen Fall nicht endlich lösen? Du willst eben nur nicht. Wenn ich jetzt zu Botzenhaupt gehe und ihm alles erzähle, dann ist Karle wieder im Knast. Wie mein Papa. Du hast versprochen, dass Papa unschuldig ist. Ich habe damit gemeint, wenn er unschuldig ist, dann... Doch, Karin. Sind die Büros wieder offen? Ja. Boah, ist der frech. Was macht der denn hier? Psst. War das die Polizei? Hier sieht es immer so aus. Selbst wenn der Brändli hier was mitgenommen hat. Wie wollen wir das erkennen? Sieht nicht so aus, als wenn was fehlt. In dem Chaos willst du das sehen? Ja, du kannst mir ruhig auch mal was glauben. Hey, der Schlüssel. Hier hängen die 2 Schlüssel für die Autos. Und einer fehlt. Der vom Unfallwagen? Mhm. Ah!
Ja, aber es kann nicht sein, dass du in dem Sauladen was findest. Doch. Dann will Brändler den LKW verticken. Die Käufer verlangen immer alle Schlüssel vom Wagen. Das ist doch ein Unfallwagen. Schrott! Der Kratzer interessiert doch nicht. Der Brändler vertickt den Wagen an irgendwelche Autoschieber. Aber die Papiere für den LKW sind dann noch bei der Polizei. Da im Ausland, wo die Karre bald rumfährt, braucht er keine Papiere. Kaule, bist du dabei, wenn wir denen dazwischen funken? Wie, jetzt noch mal ein paar auf die Glocke kriegen, oder was? Aber wir bräuchten jemanden, der stärker ist als... als wir. Na gut. Unansehnliche Zellulite und Strial bilden sich zurück. Äderchen werden weniger sichtbar. Die Behandlung mit diesem naturreinen Produkt reinigt und regeneriert die Haut nach alten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Für 200 Euro hat er verputzig doch die ganze Wand hier. Meine Nichte, können Sie doch nicht mit einer Wand vergleichen. Christina! Wie lange dauert es, bis du da wieder raus bist? Kind, also vor 2 Stunden kann Christina unmöglich hier raus. In der Zeit könnt ihr euch ja schon mal die Tropfnasen da draußen angucken. Tropfnasen? Das werden wir mal gleich sehen. Christine, also, einmal zwinkern heißt ja und zweimal nein, okay? Du hast doch mal gesagt, dass du Carlos Arsch so knackig findest. Jetzt wär's an der Zeit, ihn zu retten. Ja, also?